So, es geht jetzt weiter mit dem nächsten Programmpunkt Kurzzeitpflege und Elternunterhalt, lautet der. Da geht es um eine Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU, CSU und der SPD, Kurzzeitpflege zu stärken und eine wirtschaftliche tragfähige Vergütung sicherzustellen. Es gibt aber auch einen Antrag der AfD. Die AfD fordert eine Neuregelung des Elternunterhalts bei Pflegebedürftigkeit. Kinder sollen erst ab 10.000 Euro Jahreseinkommen für den Elternunterhalt bei Pflege herangezogen werden, fordert die AfD. Und es gibt einen Antrag der FDP, Angehörige entlasten, gute Rahmenbedingungen in der Kurzzeitpflege verwirklichen, so der Antrag der FDP. Und darüber wird jetzt hier im Deutschen Bundestag gesprochen. Und der erste Redner ist Lothar Riebesamen von der CDU-CSU, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine gute Pflege ist von zentraler Bedeutung für unsere alternde Gesellschaft. Und deswegen haben wir bereits in der letzten Legislaturperiode die Pflegeversicherung deutlich reformiert und die Leistungen in der Pflegeversicherung deutlich ausgeweitet, und zwar insbesondere zugunsten der pflegenden Angehörigen, und das aus gutem Grund. Und der wichtigste Bestandteil dieser Ausweitung war die Kurzzeitpflege. Und auch in dieser Legislaturperiode lassen wir nicht nach, die Pflege in unserem Land zu verbessern. Wir haben das Pflegestärkungsgesetz bereits beschlossen, andere Dinge stehen an. Aber es steht nun auch an, dass wir dieses Leistungsversprechen aus der letzten Legislaturperiode, die Kurzzeitpflege deutlich auszuweiten, dass wir dieses Leistungsversprechen nun auch mit wirklichen Pflegeplätzen, die mitwachsen müssen jetzt zum Bestand, den wir haben, erfüllen. Pflegende Angehörige können nicht 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag pflegen. Damit sind sie überfordert. Sie müssen mal in Urlaub gehen. Sie müssen selber mal in Reha gehen. Brauchen dann einen Kurzzeitpflegeplatz. Und sie werden selber von jetzt auf gleich krank, müssen selber ins Krankenhaus und können dann nicht wochenlang nach einem Kurzzeitpflegeplatz suchen. Der Kurzzeitpflegeplatz muss sofort zur Verfügung stehen. Und das ist leider bis jetzt noch nicht der Fall. Und die Menschen wollen zu Hause ihren letzten Lebensabschnitt verbringen, auch zu Hause sterben, das wissen wir. Und deswegen haben wir ja auch diese Leistungsverbesserungen. Und auch dieses Versprechen können wir nur erfüllen, wenn wir Kurzzeitpflege deutlich ausweiten. Und neben diesen ideellen Dingen gibt es auch ganz klare haushaltsmäßige, geldmäßige Auswirkungen. Wir haben eine Überforderung, das wissen wir auch, was die Eigenanteile in der Langzeitpflege anbelangt. Wir müssen an der Stelle etwas tun. Und das Nächste, was wir da tun können, ist Kurzzeitpflege auszuweiten. Wenn wir Kurzzeitpflegeplätze in ausreichendem Maß anbieten, dann können wir Langzeitpflege verhindern oder zumindest verkürzen und haben damit auch deutlich geringere Eigenanteile für die Angehörigen und für die pflegebedürftigen Menschen. Und dann hat dies auch noch einen personellen Aspekt. Wir haben Pflegepersonalknappheit in den Pflegeheimen. Wenn wir durch Kurzzeitpflege Pflegeaufenthalte in der Langzeitpflege verkürzen oder vermeiden können, dann sparen wir auch Pflegepersonalressourcen in den Pflegeheimen. Und wir haben in der letzten Legislaturperiode nicht nur von 4 Wochen auf 8 Wochen den Anspruch ausgeweitet. Wir haben einen neuen Anspruch für Menschen geschaffen, die aus dem Krankenhaus entlassen werden und überhaupt nicht in einer Pflegestufe eingestuft sind. Und auch diese Menschen brauchen einen Kurzzeitpflegeplatz. Nun, wer ist dafür verantwortlich? Wer hat diesen Sicherstellungsauftrag? Hat in erster Linie die Pflegeversicherung, also wir, in den Paragraphen 12 und 69 SGB 11.
Und diesen Sicherstellungsauftrag haben aber auch die Bundesländer und die Kommunen ganz klar in den Paragraphen 8 und 9 SGB 11. Nun kennen wir dieses Spiel zwischen Bund und Ländern aus vielen abstrakten Dingen wie dem Finanzausgleich und anderen Dingen mehr. Aber hier geht es nicht um irgendeine abstrakte Angelegenheit. Hier geht es um Konkretes. Hier geht es um Menschen, hier geht es um pflegebedürftige Menschen. Da kann man nicht ein Schwarze-Peter-Spiel lange hin und her spielen, sondern wir müssen ganz klar adressieren, dass jetzt diese Sicherstellungsaufträge der Pflegeversicherung und der Länder auch erfüllt werden. Die Pflegeheime brauchen eine auskömmliche Finanzierung, um die Pflegeplätze zur Verfügung zu stellen. Diese auskömmliche Finanzierung ist nicht da. Das ist der Kern des Problems. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die auskömmliche Finanzierung sichergestellt werden muss in dieser Legislaturperiode. Und insbesondere darauf zielt dieser Antrag heute ab. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss: Ein besseres Weihnachtsgeschenk können Sie den pflegenden Angehörigen und den pflegebedürftigen Menschen überhaupt nicht machen, als an dieser Stelle zusammenzustehen und dieses Ziel gemeinsam zu erreichen, zu mehr Kurzzeitpflegeplätzen im nächsten Jahr zu kommen. Herzlichen Dank. Es geht um die Kurzzeitpflege. Der nächste Redner hier im Parlament ist Robby Schlund für die AfD. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Gäste auf den Rängen. Wir sehen schon fast Weihnachten, niemand mehr so richtig da. Aber gerade so kurz vor Weihnachten möchte ich es nicht versäumen, den ca. 2,6 Millionen Mitmenschen in Deutschland zu danken, die täglich, zum Teil bis zur Selbstaufgabe ihrer Angehörigen pflegen. Selbst in der stillen und heiligen Zeit ist oft keine Minute für sich selbst, um einfach ganz kurz loslassen zu können. Respekt, was Sie für Ihren Familien, Ihre Nächsten und vor allem für unsere Gesellschaft mit Selbstaufopferung tun. Und wenn Sie zu Hause pflegen, dann kennen Sie bestimmt die Situation, vorübergehend Angehörige eben nicht zu Hause versorgen zu können. Dafür gibt es die Möglichkeit der Kurzpflege. Diese tritt dann ein, wenn eine pflegebedürftige Person für eine begrenzte Zeit einer vollstationären Pflege bedarf, zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt. Genau dafür brauchen unsere pflegenden Söhne und Töchter durch die Kurzzeitpflege eine Unterstützung. Doch die dafür vorgesehenen Kurzzeitplätze sind teilweise einfach nicht mehr verfügbar und sanken in den letzten Jahren um mehr als 30%, trotz steigender Nachfrage. Das Problem liegt wie so oft in der ausufernden Profitorientierung und Deckelung der Kosten auf niedrigstem Niveau. Die tägliche Erstattungspauschale für die Kurzzeitpflege liegt bei sage und schreibe 20,15 Euro und damit bei einem Stundensatz von 84 Cent pro 24 Stunden. Dies, meine Damen und Herren, ist ein Schlag ins Gesicht für die Menschen in unserem Land, die jeden Tag pflegen müssen. Die Erhöhung der Kurzzeitpflegesätze, wie Sie es, liebe Kollegen von der CDU/CSU, SPD, wollen, ist der klassische Rohrkrepierer, der zum finanziellen Desaster für die Kommunen wird. Dabei wissen Sie doch ganz genau, dass ungefähr jede fünfte Kommune unter Kommunalaufsicht und Haushaltssicherungskonzept arbeitet. Eine weitere milliardenschwere Belastung ist durch die Kommunen nicht mehr zu stemmen. Nehmen Sie doch das Geld aus Ihren ideologischen Prestigeobjekten und geben Sie es den Menschen, die für einen Hungerlohn von 84 Cent wichtige gesellschaftliche Aufgaben meistern, meine Damen und Herren. Lösen Sie bitte dieses Problem. Und denken Sie bei Ihren Anträgen auch mal daran, an die Menschen, und das Weihnachten ist. Beim persönlichen Gespräch sagte eine Pflegekraft zu mir, die in der Kurzzeitpflege arbeitet: Die Menschen, die krank sind, sind Menschen zweiter Klasse. Das Personal wird überall ausgebeutet und ist verbrannt. Oft kommen 25 Pflegende auf einen Pfleger.
Da könnte man ja fast meinen, dass der FDP-Antrag in diesem Zusammenhang einen glückverheißenden und weihnachtlichen Segen verspricht mit Lösung. Aber meine Damen und Herren, haben Sie mal darüber nachgedacht, dass eine Erhöhung der Kurzzeitpflegeplätze bei der aktuellen Pflegepersonalmangelsituation in unseren Krankenhäusern Kurzzeitpflegebetten praktisch absolut unmöglich machen? Wissen Sie, was da passiert? Wissen Sie, was da passiert? Ein weiterer Teil von Stationen müssen aufgrund der prekären Pflegesituation geschlossen und kranke Menschen abgewiesen werden. Nun möchte ich Ihnen als Arzt gern noch etwas für das neue Jahr mitgeben. Denken Sie bitte immer daran, was Gertrud von Lefort einmal gesagt hat. Ich zitiere mit Erlaubnis, Frau Präsidentin. Kein noch so genialer Arzt kann seine Patienten heilen, wenn die treue Pflegerin fehlt. Nach 74 Sitzungen im Gesundheitsausschuss, ich glaube, wir sind im Gesundheitsausschuss die Spitzenreiter der Workaholics im Bundestag, wünsche ich Ihnen allen, besonders den Mitgliedern im Gesundheitsausschuss, ein schönes Weihnachtsfest und sammeln Sie viel Kraft für eine qualitativ hochwertige und gute Debatte im Gesundheitsausschuss. Wir stimmen den Überweisungen zu. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Heike Behrens für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, stellen Sie sich einmal vor, Sie haben einen schweren Unfall. Nach mehreren Operationen und einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt dürfen Sie nach Hause. Sie leben aber alleine und kommen dort nicht klar. Und Sie können auch noch nicht in die Rehabilitation. Was dann? Dann brauchen Sie einen Platz für eine Kurzzeitpflege. Vor 5 Jahren schilderte mir die frühere Vorsitzende des Stadtseniorenrats Geislingen dieses Schicksal ihrer Tochter. Sie fand keine Kurzzeitpflegeeinrichtung und sie musste lange suchen, um einen Kurzzeitpflegeplatz in einem alten Pflegeheim zu finden. Mit der Folge von hohen Kosten, und deshalb hat Lothar Riebsam recht, wir haben in der letzten Legislaturperiode darum einen Anspruch im Rahmen der Krankenversicherung auf Überleitungspflege geschaffen. Aber die beste Leistung der Krankenversicherung läuft ins Leere, wenn sie nicht eingelöst werden kann, weil es dafür kein Angebot gibt. Und bundesweit sinkt die Zahl der Pflegeeinrichtungen, die Kurzzeitpflege anbieten. Diesen Trend müssen wir umkehren. Darum dieser Antrag. Wir ändern die Rahmenbedingungen, die es den Einrichtungen ermöglicht, solche Pflegeplätze tatsächlich anzubieten. Nach dem völligen Unsinn, den mein Vorredner zu diesem Thema gesagt hat, möchte ich einfach noch ergänzen. Wer seine Einrichtung, seine Pflegeeinrichtung übers Jahr zu 98% belegt haben muss, der kann keinen Platz freihalten, um zum Beispiel bei einer plötzlichen Krankenhausentlastung diesen Platz zur Verfügung zu haben. Wer zu 98% seine Einrichtung belegt haben muss, der kann auch für eine Familie, die ihren Urlaub früh buchen muss, aber Sicherheit braucht, dass der pflegebedürftige Großvater zuverlässig versorgt wird, für den eben auch keinen Platz vorhalten. Und darum müssen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Kurzzeitpflege verändern. Nur wenn Einrichtungen nicht das Risiko haben, ins Defizit zu laufen, werden sie in die Kurzzeitpflege investieren, werden sie Pflegeplätze schaffen. Und wir fordern die Länder, die Bundesländer auf, tatsächlich dieses, was wir jetzt für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen organisieren, dann auch zu unterstützen durch eine Investitionsoffensive für die Kurzzeitpflege. Und gleichzeitig sorgen wir auch dafür, dass Pflegebedürftige und ihre Familien die Kosten der Kurzzeitpflege auch besser stemmen können. Denn darum setzen wir noch einen zweiten Punkt aus unserem Koalitionsvertrag um, indem wir nämlich die Leistungen der Pflegeversicherung für die Kurzzeit- und Verhinderungspflege und den Entlastungsbetrag von monatlich 125 € zusammenbündeln in einem Entlastungsbudget, das die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen dann flexibel nutzen können und selbst entscheiden können, ob sie dieses Geld monatlich einsetzen oder eben für eine solche
Entlastung durch Kurzzeit- oder Verhinderungspflege nutzen. Wir in der SPD, wir wollen die Menschen in schwierigen Situationen nicht allein lassen. Wir wollen pflegende Angehörige entlasten. Und es freut mich, dass die Union mit uns an einem Strang zieht und dass wir mit diesem Antrag einen Neustart in der Kurzzeitpflege auf den Weg bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nicole Westig hat jetzt das Wort für die FDP in der Debatte um die Kurzzeitpflege. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe pflegende Angehörige an den Bildschirmen, ich weiß, dass viele von Ihnen unsere Debatte heute verfolgen. Denn 76% der Pflegebedürftigen werden in ihrer Häuslichkeit gepflegt. Rund 4,7 Millionen Menschen kümmern sich dauerhaft um einen Menschen mit Pflegebedarf. Deshalb ist es ungeheuer wichtig, dass wir in diesem Jahr uns noch um dieses Thema kümmern und einen ersten Aufschlag machen. Die pflegenden Angehörigen brauchen dringend unsere Aufmerksamkeit und mehr Unterstützung. Viele von Ihnen sind physisch und psychisch am Ende. Die Kurzzeitpflege kann Entlastung schaffen. Sie ist entscheidend, damit Angehörige eine Auszeit von der Pflege nehmen können, sei es für den wohlverdienten Urlaub oder auch für Rehabilitation im Krankheitsfalle. Den Maßnahmen im vorgelegten Antrag der Regierungsfraktionen schließen wir uns an. Besonders wichtig ist die wirtschaftlich tragfähige Vergütung und mehr Flexibilität durch Zusammenführung der Leistungen für Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Aber uns Freien Demokraten ist das nicht weit genug. Wir haben zusätzliche Forderungen. Zum Beispiel wollen wir die Sperrfrist von 6 Monaten für die erstmalige Inanspruchnahme der Verhinderungspflege abschaffen. Denn die Krankheit, die einen Angehörigen an der Pflege hindert, fragt schließlich nicht, ob dieser vorher auch 6 Monate gepflegt hat. Außerdem gibt es häufig Versorgungsprobleme, wenn Menschen, die Kollegin Behrens hat es angesprochen, und bei den Menschen geht es nicht nur um ältere Menschen, aus dem Krankenhaus entlassen werden. Oft sind sie zu fit fürs Krankenbett, aber noch nicht fit genug für die eigene Häuslichkeit. Deshalb wollen wir es Krankenhäusern erleichtern, nicht belegte Betten zur Kurzzeitpflege anbieten zu können. In meinem Bundesland Nordrhein-Westfalen laufen dazu gerade Modellversuche. Wir wollen das bundesweit befördern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unbürokratisch und niedrigschwellig, so wünschen sich pflegende Angehörige die Kurzzeitpflege. Für uns Freie Demokraten gehört dazu ein digitales Portal, das bundesweit verfügbare Kurzzeitpflegeplätze übersichtlich anzeigt. Ich freue mich auf die konstruktive Beratung im Ausschuss. Eine bessere Kurzzeitpflege ist dabei nur ein erster Schritt. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass weitere Schritte folgen müssen, um pflegende Angehörige wirksam zu entlasten. Es bleibt noch viel zu tun. Wir werden es beherzt angehen. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Harald Weinberg für Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es ja hier mit einem bemerkenswerten Vorgang zu tun, wie ich finde. Die Regierungsfraktionen stellen einen Antrag an die Regierung, also an ihre eigene Regierung, dass sie das umsetzt, was ja bereits im Koalitionsvertrag drinsteht. Das ist schon bemerkenswert, muss ich sagen. Warum ist das eigentlich? Ich nehme an, es ist deswegen so, weil halt der Problemdruck in dieser Frage der Kurzzeitpflege so außerordentlich groß geworden ist und dass Sie reagieren mussten. Sie haben bei der Problembeschreibung ja absolut recht. Wir haben auch zu wenig Kurzzeitpflegeplätze. Auch Kurzzeitpflege muss anders finanziert werden, um gut und für alle verfügbar zu sein. Der Aufwand ist unter anderem durch die hohe Fluktuation sehr hoch. Das System, so wie es ist, wird dem nicht gerecht. Auch der Bedarf an Teilpflegekräften steigt.
Und es ist immerhin ein Schritt, dass Sie als Koalitionsabgeordnete nun Ihre Regierung auffordern, endlich zu handeln. Aber konkrete Politik ist das immer noch nicht. Von einem festen Zeitplan und einer konkreten Zielvorgabe für mehr Plätze in der Kurzzeitpflege spricht der Antrag nicht. Auch über die Finanzierung kein Wort. Und ich denke, es muss um mehr gehen als eine gute PR für die versprochene Reform der Pflegeversicherung aus dem Hause Spahn. Da geht der Antrag der Kolleginnen und Kollegen von der FDP weiter. Vor allem schlägt die FDP Mittel vor, wie etwa die Abschaffung der Sperrfrist, die unbürokratisch und schnell eine Entlastung bedeuten. Auch wenn es aus unserer Sicht noch nicht weit genug geht. Aber immerhin ein wesentlicher Schritt. Sie aber bleiben vage. Nun heißt es bei Ihnen, man müsse nach einem Krankenhausaufenthalt neue Versorgungsformen in den Blick nehmen. Das klingt fast schon poetisch, aber was soll das denn heißen? Gestehen Sie damit ein, dass Menschen zu früh aus dem Krankenhaus entlassen werden? Dann sollten wir da ansetzen und uns nicht auch in der Kurzzeitpflege von den angeblichen Erfordernissen des unsäglichen DRG-Systems treiben lassen. Das verstärkt nur den Druck auf die Pflege insgesamt. Sie wollen die Vergütung verbessern. Das ist wesentlich, schafft aber keinen einzigen zusätzlichen Pflegeplatz. Haben Sie deshalb den angekündigten Rechtsanspruch auf einen Kurzzeitpflegeplatz freiwillig aufgegeben? Deshalb muss aus unserer Sicht ein überarbeiteter Sicherstellungsauftrag auch eine finanzielle Verantwortung des Bundes enthalten. Hinzu kommt, bei Ihren Überlegungen kommen die Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen kaum vor. Sie bereiten den Weg für eine einseitige Besserstellung der Leistungserbringer, ohne zu sichern, dass die Kosten für die Menschen mit Pflegebedarf nicht immer weiter über die Eigenanteile steigen. Im Sommer hat der Beirat für die Vereinbarung von Pflege und Beruf einen Lagebericht abgegeben. Dort ist ein klares Programm beschrieben. Ein Gesamtkonzept zur finanziellen, sozialen Absicherung pflegender Angehöriger wird gebraucht. Stichwort Lohnersatzleistung, Stichwort Altersabsicherung. Daran gemessen ist unverständlich, warum Ihr Antrag freiwillig das Entlastungsbudget verkleinert. Auch wenn das Entlastungsbudget nur ein Baustein ist, warum fehlt die Tages- und Nachtpflege, so wie es noch im Koalitionsvertrag drinsteht? Am Ende beschleicht einen das Gefühl, vielleicht die Versprechen, die Sie mit dem Koalitionsvertrag zur Kurzzeitpflege gemacht haben, sollen über den Antrag ein Stück weit relativiert werden. Und natürlich ist das Verfahren, das Sie gewählt haben, das muss man in aller Deutlichkeit ja sagen, ist ein Verfahren, das länger dauert, als wenn ein Gesetzentwurf vom Bundesministerium käme. Auch das ist ein großes Problem aus unserer Sicht. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Cordula Schulz-Asche für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und sie ist die Sprecherin für Pflege- und Altenpolitik der Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das ist vermutlich meine letzte Rede in einem Jahrzehnt, in dem die Situation in der Pflege sich immer weiter verschlechtert und zugespitzt hat. Und das gilt auch für die Kurzzeitpflege. Die Pflege von Angehörigen durch Angehörige ist eine wesentliche Säule der Pflegeversorgung. Rund 5 Millionen Menschen in Deutschland kümmern sich um ihre Partner, um ihre Eltern, um ihre Kinder, um die Nachbarn oder Freunde mit Zuwendung und Solidarität. Unsere Gesellschaft darf pflegende Angehörige nicht länger allein lassen. Verbessern wir endlich die Situation dieser Menschen, und zwar spürbar und schnell. Warum ist Kurzzeitpflege so unglaublich wichtig? Beispiele aus dem Leben. Wir haben pflegende Angehörige, die arbeiten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und das Woche für Woche und Monat für Monat. Wenn der zu pflegende Angehörige einmal schläft, dann rennt man los, geht schnell einkaufen oder macht Besorgungen. Das ist der Alltag von Angehörigen, die pflegebedürftige, schwerstpflegebedürftige Menschen bei sich zu Hause pflegen. Und das, meine Damen und Herren, deswegen ist klar, pflegende Angehörige brauchen nicht nur mehr und gute professionelle Unterstützung bei der Pflege, sondern sie brauchen auch Auszeiten, um ihre eigene Gesundheit zu schützen, um selber wieder zu Kraft zu kommen. Kurzzeitpflege ist ein wichtiges Angebot der Entlastung von pflegenden Angehörigen. Warum aber wird jetzt die Kurzzeitpflege so wenig in Anspruch genommen? Viele pflegende Menschen wissen gar nicht, dass es diese Angebote gibt. In den Kommunen gibt es sie auch zum Teil gar nicht. Zweitens, es gibt zu wenige Plätze in der Kurzzeitpflege. Die sind in den letzten Jahren sogar gesunken, die Zahl der Plätze. Wir brauchen eine solide Finanzierung, und da setzt
das finde ich gut, der Antrag auch an. Wir brauchen eine solide Finanzierung der Kurzzeitpflege und eine Beteiligung der Kommunen an der Planung für diese Plätze. Drittens, die heutige Finanzierung der Kurzzeitpflege ist absurd. Es gibt einen Zuschuss von 1.612 Euro, der unabhängig vom Pflegegrad ist. Das hat zur Folge, je höher der Pflegegrad, umso geringer die Entlastung der pflegenden Angehörigen. Das ist doch eine absurde Konstruktion, die wir da haben, die wir schnell abstellen müssen. Auch deswegen ist zum Beispiel unser Vorschlag der doppelten Pflegegarantie hier richtig. Wir müssen die Eigenanteile senken und wir müssen sie dann deckeln. Das ist eine Lösung auch im Bereich der Kurzzeitpflege. Meine Damen und Herren, der hier vorgelegte Antrag geht in die richtige Richtung. Allerdings hätte ich mich gefreut, wenn es in 21 Monaten das 22. Gesetz dieser Bundesregierung im Gesundheitsbereich gewesen wäre. Das hätte nämlich jetzt wirklich zur Folge, dass schnell gehandelt wird. Der Antrag ist eine Vertagung. Das muss man einfach sagen. Wir fordern von Ihnen ein Gesetz. Wir müssen jetzt schnell, gemeinsam und schnell dafür sorgen, dass die pflegenden Angehörigen in diesem Land entlastet werden. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachten. Das Wort hat Dr. Roy Kühne für die CDU-CSU-Fraktion. Und Roy Kühne sitzt im Gesundheitsausschuss für die Unionsfraktion. Prost. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Schulz-Asche, der Antrag ist ein Signal. Der Antrag ist ein klares Signal daran, dass wir Kurzzeitpflege ernst nehmen, dass wir das, was in den letzten zwei Jahren, drei Jahren nicht gut gemacht wurde, jetzt besser machen. Und man muss auch Politik zubilligen, etwas danach besser zu machen. Natürlich muss man sich fragen, wieso ein Antrag so heißt, wirtschaftlich tragfähige Vergütung sicherstellen. Natürlich ist die Frage berechtigt, konnte das nicht von Anfang an gemacht werden. Aber es gibt viele Umstände, ebenfalls in der Bund-Länder-Problematik, warum das so ist. Und ich denke, das ist auch ein Vorteil, das muss man auch als Politiker durchaus mal gestehen, dass man sagt, wie können wir es besser machen, was können wir voranbringen? Und da bin ich unserem Minister auch sehr dankbar und vor allen Dingen auch meinem Kollegen Lothar Riebsam und auch Heike Behrens von der SPD, dass das Thema jetzt vorangetrieben wurde. Wir wissen alle um die Problematik in der ländlichen Region, wenn man mal Urlaub machen will, in der Überleitungspflege, wo eben Sachen nicht funktionieren, wo Menschen auf private Sachen verzichten müssen, weil wir dort die Pflege nicht im Griff haben. Aber ich sage noch mal, so ein Gesetz, so eine Korrektur ist gut. Es ist auch ein Signal von Politik. Ja, wir wissen, da muss etwas besser gemacht werden. Und ja, ich wiederhole auch noch mal, wir müssen hier eine wirtschaftlich tragfähige Vergütung sicherstellen. Und ich finde es auch richtig, dass dieses einfache wirtschaftliche Prinzip, was sonst normal in der Wirtschaft gilt, auch hier angewendet wird. Es wurde ja so ein bisschen auch eben angedeutet. Immer wieder wird natürlich über die Bedeutung der Pflege gesprochen und dass das nicht vorhanden ist und warum ist das nicht vorhanden. Aber man muss doch ehrlicherweise auch zugeben, dass die Anreize für die Installation einer Kurzzeitpflege nicht vorhanden waren. Schlichtweg, es hat sich nicht gelohnt. Und da muss man ebenfalls auch die Menschen verstehen, die wir einerseits als Unternehmerinnen und Unternehmer auffordern, etwas zu tun, investieren in Kurzzeitpflege, die aber uns dann signalisieren, sorry, es bezahlt sich nicht, es lohnt sich nicht. Das billigen wir übrigens VW, Mercedes, der Bäckerei um die Ecke, das billigen wir sonst der Wirtschaft zu. Allein nur in der Gesundheitswirtschaft. Manchmal habe ich das Gefühl, dass immer gesagt wird, pfui, der mit der Krankheit oder der Pflege von Menschen Geld verdient, das ist nicht gut. Aber Leute, haben wir Unternehmer, auch in der Gesundheitswirtschaft, und dann müssen wir die auch entsprechend bezahlen. Und da lohnt es sich nicht, drumherum zu reden. Letztendlich finde ich diese Maßnahme auch deshalb gut, weil wir durchaus mal vielleicht darüber nachdenken, wo sind wir unterfinanziert? Welche Bereiche unserer Gesundheitsversorgung in Deutschland sind unterversorgt? Wo müssen wir nachbessern? Impliziert aber dann auch die Frage zu überlegen, wo sind wir vielleicht überfinanziert, falsch finanziert? Diese Frage muss man auch ehrlich stellen. Und da, denke ich, sind wir mit unserem Minister auf einem guten Weg, das korrektiv herzustellen, zu gucken, welche Sachen können wir wo verbessert einsetzen, sodass zum Schluss, und das ist, glaube ich, auch der Auftrag, den wir haben, der Patient irgendwie im Mittelpunkt all unseres Denkens steht, habe ich heute Morgen zufälligerweise auch auf der Homepage einer Krankenkasse entdeckt. Also irgendwas muss ja da dran sein. Deshalb abschließend zum Schluss, man darf ja zu Weihnachten so einen kleinen Wunsch äußern. Lassen Sie uns kritischer mit unseren eigenen Gesetzen umgehen. Lassen Sie uns nachverfolgen, was mit dem passiert in der Realität. Und zum Schluss lassen Sie uns gucken, dass das dabei rauskommt, was wir wollen für die Menschen. Das ist unsere Aufgabe hier. Ihnen allen schöne Weihnachten.
Die Weihnachtswünsche, die werden heute diesen Sitzungstag, den letzten hier vor der Weihnachtspause, natürlich begleiten. Aber wir haben noch ein ganz gutes Programm hier vor uns an Tagesordnungspunkten. Und auch dieser ist ja noch nicht zu Ende. Hören wir jetzt Claudia Moll für die SPD. Kolleginnen und Kollegen, einen wunderschönen guten Morgen. Mahlzeit. Ich habe einige Jahre in der Kurzzeitpflege gearbeitet und ich weiß, wie wichtig es ist, wenn man dringend einen Platz benötigt für die Kurzzeitpflege. Leider kann die Kurzzeitpflege aber häufig nicht in Anspruch genommen werden. Zum einen, weil es kaum Kurzzeitpflegeplätze gibt. Zum anderen muss man sich als Angehöriger durch einen Dschungel von Formalitäten durchkämpfen. Und an dieser Situation muss sich dringend etwas ändern. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen, dass wir hier alle gut zusammenarbeiten müssen. Und ich stehe auf alle Fälle bereit, mit all meiner Energie. Und davon habe ich ganz, ganz viel. Es gibt Situationen, in denen für kurze Zeit eine stationäre Betreuung erforderlich ist. Ein stationärer Aufenthalt überbrückt die Zeit für die Angehörigen, die die Pflegebedürftigen sonst betreuen, weil sie selbst erkrankt sind oder eine dringende Auszeit von der Pflege benötigen. Die Kurzzeitpflege macht in vielen Fällen die häusliche Pflege überhaupt erst auf Dauer möglich. Zwar wurde die Kurzzeitpflege mit einigen Reformgesetzen der letzten Jahre ausgeweitet und flexibilisiert, nur die Nachfrage steigt kontinuierlich an. Allein im Zeitraum zwischen 2011 und 2015 um rund 35%. Aber die Plätze, die zur Verfügung stehen sollten, sind zurückgegangen. Außerdem ist auch noch wichtig, Pflegebedürftige müssen den erforderlichen Kurzzeitpflegeaufenthalt finanzieren können. Die geforderten Maßnahmen zum Ausbau der Kurzzeitpflege verursacht Kosten. Das darf aber nicht zulasten der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen gehen. Deshalb ist es dringend erforderlich, den Leistungsbetrag entsprechend zu erhöhen. Wir wollen die Leistungen, die besonders pflegende Angehörige entlasten, zu einem jährlichen Entlastungsbudget zusammenfassen. Das muss flexibel in Anspruch genommen werden können. Und dazu gehört der Anspruch auf Kurzzeit-, Verhinderungs- und Tagespflege. In der Kurzzeitpflege besteht ein höherer Pflegeaufwand. Aufgrund des spezifischen Bedarfs der zu Pflegenden und auch ein höherer Verwaltungs- und Organisationsaufwand für die Einrichtung aufgrund des häufigen Wechsels. Ebenso entstehen höhere Kosten aufgrund der schwankenden Auslastung der Belegung. Diese Kosten dürfen aber nicht nur die Pflegeversicherung tragen. Die Bundesländer müssen ihre Verantwortung zur Investitionskostenförderung bei der Kurzzeitpflege stärker wahrnehmen. Liebe Opposition, und damit Anreize für neue Anbieter setzen. Vielerorts haben sich die Bundesländer aus der öffentlichen Förderung der Einrichtung zurückgezogen. Investitionskosten werden derzeit hauptsächlich von den Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen oder Sozialhilfeträgern bezahlt. Und wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die Kurzzeitpflege auf eine wirtschaftliche, tragfähige Struktur zu stellen. Und besonders auch die Angehörigen zu unterstützen, damit dieser Anspruch leichter wahrgenommen werden kann. Ich glaube, ich muss zum Ende kommen. Ich wollte Sie gerade darauf aufmerksam machen. Ich weiß, Sie haben viel Energie, ja, aber die müssen Sie jetzt in andere Dinge stecken. Gut, dann wünsche ich allen eine frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und ich freue mich auf das nächste Jahr. Ach so, und Herr Dr. Schlund, wenn Sie einen Rohrkrepierer haben, benutzen Sie eine Rohrzange. Das Wort hat der Kollege Erich Ilstorfer für die CDU-CSU-Fraktion. Und er ist der letzte Redner hier bei diesem Debattenpunkt, Erich Ilstorfer für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben 3,4 Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind. Und wir haben 2,5 Millionen pflegebedürftige Menschen, die von ihren Angehörigen gepflegt werden. Das ist eine Riesenleistung und es ist gleichzeitig aber natürlich auch für uns der Auftrag, dass wir diesen Menschen
auch Auszeiten geben. Und Kurzzeitpflege ist ein Instrument, pflegende Angehörige zu stabilisieren und ihnen auch unter die Arme zu greifen. Und deshalb sind wir hier dabei, das zu verbessern. Wir arbeiten den Koalitionsvertrag ab, in aller Sachlichkeit und in aller Ruhe. Und wir müssen aber auch hier Anreize setzen. Ich glaube, dass es notwendig ist, den Einrichtungen zu sagen, dass Kurzzeitpflege nicht nur ein Kostenfaktor ist, weil er nicht laufend belegt ist, sondern dass Kurzzeitpflege seine Berechtigung, seine Notwendigkeit hat und dass man aber auch mit Kurzzeitpflege Geld verdienen kann. Ich glaube, dieses Signal ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist es für uns notwendig, dass wir hier die Systematik ändern und dass wir die notwendigen Gelder zur Verfügung stellen. Der Koalitionsvertrag sieht das Ganze auch vor. Und deshalb nehmen wir diesen Antrag, den wir heute hier stellen, als Auftakt, ein Versprechen einzulösen an alle pflegenden Angehörigen. Und wir werden das im nächsten Jahr auch so durchziehen, dass wir hier diese Leistungen spürbar an die Menschen bringen. Ich möchte in dieser Großen Koalition wirklich den Initiatoren danken, zum einen der Heike Behrens und den Lothar Riebsamen, die das Ganze initiiert haben. Vielen Dank hier für euren Einsatz. Und ich möchte aber auch die Opposition bitten, hier aktiv mitzumachen. Und wir brauchen hier volle Unterstützung. Die FDP hat das konstruktiv getan. Ich glaube, da kann man schon auch einige Punkte herausnehmen, die man hier zur Verbesserung bringen kann. Die Grünen sind da auch ganz nah bei uns. Ich glaube, es ist notwendig, wenn wir diesen Bereich der Kurzzeitpflege auch wirklich erfolgreich gestalten wollen, ist es so, dass wir Familien stärken. Und dieser Beweis, dass die Familien viel in der Pflege jetzt schon leisten, zeigt doch, dass Familie 2019 und auch in Zukunft einen Wert in Deutschland hat, dass das etwas ist, was uns wichtig ist, und deshalb gehört es unterstützt. Ich möchte allen an dieser Stelle danken, die hier diese schwierige, heikle Aufgabe auch machen, wo sie sicher auch an ihre Grenzen kommen, aber wo ihre Antwort auf jeden Fall Liebe, Nächstenliebe und Menschlichkeit ist. Danke für Ihre Leistung, was Sie erbringen. Wir wissen, was Sie leisten, und deshalb unterstützen wir Sie. Herzlichen Dank. Erich Ilsdorf hier für die Unionsfraktion. Er hatte das Schlusswort hier in diesem Tagesordnungspunkt. Es gibt zu wenige Plätze in der Kurzzeitpflege. Darüber sind sich hier alle einig. Union und SPD wollen und haben das hier in einem Antrag schriftlich fixiert, dass die Kurzzeitpflege in Deutschland verstärkt gefördert wird. Aus dem Gesundheitsministerium von Jens Spahn, da heißt es ja, dass eine Neuregelung der Kurzzeitpflege für das kommende Jahr geplant sei. Aber zuvor müsse man bei der Pflegeversicherung noch reformieren. Also das ist sicher ein Projekt nicht nur für das folgende Jahr. Die Anträge der Fraktionen, die werden jetzt erstmal in die Ausschüsse überwiesen und die beschäftigen dann den Bundestag im nächsten Jahr.